Hallo Leute und herzlich willkommen zu Pokémon Silber. Wir stehen hier mitten vor einem Kampf gegen Satan. Sag mir etwas. Ist es wahr, dass Team Rocket zurückgekehrt ist? Was? Du hast sie geschlagen? Ha, hör auf zu lügen. Du machst keine Witze? Keine Witze? Dann lass uns sehen, wie gut du bist. Mal schauen, was er jetzt so noch an Pokémon hat. Ich habe null. Absolut null Ahnung, was er noch hat. Ah, ein Nebulak. Okay, da ist Money jetzt nicht das Beste, was wir haben, aber auch nicht das Schlechteste. Lehmschelle, komm. Rein ins Gesicht. Zieht mehr als die Hälfte ab. Groll. Ja, jetzt haben wir weniger APs. Und zwar 4 weniger. Also jetzt nur noch 4, weil wir es zweimal eingesetzt haben. 4 wurden uns abgezogen. Sind 10, die wir haben. Minus 6, die uns insgesamt abgezogen wurden. Also nur noch 4. Wow. Mathematik für Kindergartenkinder. Lorblatt wird in den Kampf geschickt. Möchtest du das Pokémon wechseln? Yay! Und zwar auf Batman. Lorblatt entwickelt sich schon auf Level 16. Wie wir hier sehen. So, und wir haben ein Zubat. Lorblatt dürfte uns nicht viel anhaben. Pflanzenattacken sind doppelt nicht sehr effektiv. Fangen wir mit Blutsauger an. Gucken, wie viel das abzieht. Ist ja sehr effektiv. Okay, ist annehmbar für so eine schwache Attacke. Reflektor. Verteidigung wird jetzt stärker. Das heißt, Blutsauger ist wesentlich schwächer. Biss ist davon allerdings unberührt. Wie gesagt, vom Unlichttyp. Zieht aber auch nicht viel ab. Und das war meine Überlegung, wieso ich vielleicht auch Endivia hätte nehmen können, wegen Rasierblatt. Das ist eine echt starke Attacke für den Anfang. Und das lernt es, glaube ich, schon auf 9 oder so. Auf Level 9. Wir machen mal Superschall. Ist vielleicht das Beste. Dann hast du ein paar Küken als Spielgefährten. Du, Lorblatt. Okay, Rasierblatt. Lorblatt benutzt Rasierblatt. Wow, wie einfallsreich. Wir probieren es mit Blutsauger. Mal schauen, wie viel das noch abzieht. Irgendwann ist der Reflektor ja auch wieder weg. Ja, geht ja immer noch. Ist annehmbar. Ist verwirrt und hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Okay, nicht großartig. Und nochmal Blutsauger. Dum, 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 dum. Und unsere KP sind wieder voll. Lorblatt, was ist los mit dir? Hm? Oh, hast dich schon wieder verletzt. Und Reflektor verschwindet. Oh, das tut mir echt leid für dich, mein Freund. Echt leid. Ich habe gehört, du bist fast tot. Aber nicht mehr verwirrt, ja? Rasierblatt, ja gut. Ich denke mal, das überleben wir ganz knapp. Oh, nur noch 45 KP. Soll ich vielleicht doch lieber wechseln? Nein. Tut mir leid, Lorblatt, dass ich so gemein zu dir bin. Aber gegen Zubat zu verlieren, ist schon echt traurig. 443 Erfahrungspunkte und dieses scheiß Antivirenprogramm. Satan setzt Zubat ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nö. Zubat gegen Zubat ist doch ganz nett. Wenn es schon Biss kann. Kann deins schon Biss? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall kann es Superschall. Das ist doof. Aber egal. Ja, okay, es kann auch schon Biss. Aber ich bin schneller, mein Freund. Und das bietet die Chance, dass du zurückschreckst. Was du nicht tust. Okay. Okay, und der letzte Biss. Und dann haben wir diesen Kampf auch hinter uns. Ohne große Probleme eigentlich. Was natürlich gegen den Rivalen nicht schlecht ist. 162 Erfahrungspunkte. Hm. Nutzlose Pokémon. Hey du! Du hast nur gewonnen, weil meine Pokémon schwach sind. Ich hasse Schwäche. Pokémon, Trainer, es macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde stark sein und das Schwache auslöschen. Das gilt auch für Team Rocket. Nur gemeinsam sind sie stark, aber triffst du auf einen allein, ist er schwach. Ich hasse sie. Geh mir aus dem Weg. Ein Schwächling wie du ist nicht mehr als eine Ablenkung. In Pokémon Silber Gold ist ja eindeutig zu merken,
worauf das Augenmerk, die Moral der Geschichte gelegt ist, und zwar einfach dieses Schwache ist schlecht und man muss trainieren, der Beste sein und so weiter. Vielleicht haben sie sich da so ein bisschen, also man hat es schon gemerkt, dass es in Pokémon Rot, Blau, Gelb genauso ist. Wenn man Gary nämlich besiegt hat, dann hieß es von Professor Eich, Gary habe seinen Pokémon nicht genug Liebe entgegengebracht. Da fragt man sich dann natürlich immer, wieso? Er war doch eigentlich ganz nett. Hat halt viele Pokémon gefangen, aber genau das war das, was du wolltest, Eiche. Hä? Naja. Und jetzt ist es, glaube ich, einfach so, dass hier das Augenmerk nochmal viel mehr drauf gelegt wurde, das Böse zu zeigen. Wenn man böse mit Pokémon umgeht, dann hat das keinen Erfolg. Und man muss Liebe seinen Pokémon entgegenbringen. Das ist natürlich auch, Pokémon sind ja sinnbildlich auch irgendwo Tiere, gewissermaßen auch Freunde und Mitmenschen. Und daher ist diese Moral der Geschichte eindeutig für mich, dass man eben mehr Liebe in die Welt hinaustragen soll, besser mit Tieren umgehen soll, sie nicht quälen und so weiter, sondern nett zu ihnen sein, auch zu Menschen, Freunden, wie auch immer man das übertragen mag. Der Wald wird von seinem Schutzpatron bewacht. Mach keine Dummheiten. Dieser Schutzpatron ist angeblich Celebi. So ein Abbild von Mew, könnte man sagen. Oh, ein Mirapla. Ich überlege gerade, ob wir uns das holen. Weil Mirapla entwickelt sich ja zu Duflor und dann zu Giflor. Oder ab diesem Spiel auch zu Blubella. Und dann hätten wir ja wiederum ein neues Pokémon. Und ich glaube, das ist gar nicht die schlechteste Idee. Doch, ich habe schon Bock drauf. Ein Blubella als Pflanzen-Pokémon. Ah, Mist, ist zu stark. Aber wir werden hier sicherlich noch mehr begegnen. Ein Blubella, doch. Bin ich einverstanden mit. Oh, guck mal, wen wir hier haben. Oh, Mist. Mein Boss wird sauer sein. Das Porenta, das mit dem Zerschneider Bäume fällt, um nach Holzkohle zu suchen, ist abgehauen. Ich traue mich nicht in den Steineichenwald, um nach ihm zu suchen. Er ist so groß, dunkel und unheimlich. Okay, dann holen wir uns mal das Porenta, was? Und ein wildes Mirapla auf Level 5. Okidoki. Versuchen wir es noch einmal mit Aquaknarre. Ist nicht sehr effektiv, das heißt, das könnte es überleben. Ja. Sehr schön. Absorber. Nein, nicht wieder aufheilen. Ey, was soll das? Ich schwäche dich doch nicht umsonst, damit du dich wieder heilen kannst. So, Pokéball. Ich hoffe, der reicht. Für ein Pokémon auf Level 5 sollte das ja eigentlich. Na, einmal, zweimal, dreimal und tatsächlich, wir haben es gefangen. Mirapla ist jetzt ein Team. Ach, wir brauchen wieder einen Spitznamen, ne? Mirapla, Unkraut. Wird es vom Mondschein getroffen, bewegt es sich. Nachts wandert es weite Wege, um Samen zu streuen. Aber dieses Pokémon, ne, ist so zweideutig. Möchtest du Mirapla einen Spitznamen geben? Ja. Blubella wird es nachher. Blub. Blub. Nee. Blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. Vielleicht blub, blub. Los, blub, blub. Blub. B-L-U-B-B. Okay, es würde nur so hinpassen mit drei Bs. Blub, blub. Sieht scheiße aus, oder? Sieht extrem scheiße aus. Blubella. Bella. Schön. Oh nein, nur ohne H. Wie sieht Blubella aus? Wie so ein tanzendes Trip Girl. Ich weiß nicht, was ich hier erzähle, aber mir fällt auch kein Name ein. Und ihr schreibt mir ja auch nie welche in den Kommentaren. Unmöglich seid ihr. Okay, wir brauchen einen Namen.
Müdubla. Das waren jetzt so alle Entwicklungen zusammen. I'm not a Giflor. Not Giflor. Nein, das ist auch scheiße. Ich bin so unkreativ, was Namen angeht, ey. Nennen wir dich einfach Pflanze oder Blume? Kraut. Wir nennen dich Kraut. Kraut. Ja, mir fällt kein besserer Name ein. Wenn euch einer einfällt, dann benennen wir ihn gerne um. Das kann man ja in irgendeiner Stadt irgendwo. Kraut? Oder Krauti? Oder mit Krauti mit Y? Krauti. Krauti. Oder nur Kraut. Nur Kraut. So. Jetzt haben wir also Kraut, Batman und Money. Wollen wir ihn schon hier drin trainieren? Das lohnt sich, glaube ich, noch nicht. Status. Absorber. Ach ja, wir müssten auch mal zu Dr. Lind, ne? Weil unser Togepi ja geschlüpft ist. Hat er ja gesagt, sollen wir uns melden, wenn das soweit ist. Oh, guck mal, was wir hier haben. Das ist das verschollene Pokémon. Quack. Ja, wir müssen es jetzt wegscheuchen. Da hatte ich damals so richtig große Probleme mit, weil ich einfach immer irgendwie drauf losgeklickt habe, ohne groß drüber nachzudenken. Und jetzt gucken wir doch einfach mal, wie wir das zurückjagen können. Hier geht es doch auf jeden Fall schon mal lang, dass wir von außen dahin kommen. So. Porenta, quack. Jetzt bist du da. Jetzt ist die Frage, ob wir ihn von oben oder von der Seite ansprechen müssen oder ob das vollkommen egal ist. Ich weiß es nicht. Manni, du brauchst sowieso eigentlich nicht mehr vorne sein, sondern Batman kann ruhig mal wieder ein bisschen Training kriegen. Ich vermute von der Seite. Purenta Quark! Okay, das war falsch. Das war falsch. Dann gehen wir nochmal nach oben. Dem, 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 ein paar Ras. Yeah, ich mag kein paar Ras, denn es ist irgendwie nicht so mein Typ und deswegen fliehen wir einfach. Yeah, yeah, yeah. Sing ich nicht wunderschön? Habe ich da gerade ein Nein gehört? Sag das nochmal. Komm zu mir, komm hierher und sag mir das ins Gesicht, dass ich nicht singen kann. Meine Fresse, ey. Immer diese... Hey, du kannst gar nicht singen. Komm mal her, ey. Dann gibt's ordentlich aufs Fressbrett, ey. Ordentlich. Yay, wir haben's geschafft. Glaube ich. Außer es läuft jetzt wieder zurück. Mirabla, auf Level 6 sogar. Warum haben wir uns das nicht gefangen? Flucht. Parenta Quark. So, das war's dann. Oh, da ist auch der andere Typ schon gekommen. Jetzt gibt's aber Stress. Jetzt gibt's Stress. Und wieder ein Zubat. Na komm, eine Runde können wir noch kämpfen. Wahrscheinlich unser letzter Kampf in diesem Part. Und für diese Aufnahme auch, die ich ja dann beenden werde. Blutsauger doppelt nicht. Sehr effektiv. Und reicht es aus? Ja. Sehr cool. So, Batman erreicht kein neues Level. Schade eigentlich. Wow, vielen Dank auch. Die Pokémon von meinem Boss gehorchen mir nicht, da ich keinen Orden besitze. Okay, cool, das auch noch mit einzubringen in die Story. Ah, mein Purenta. Du hast es für uns gefunden, Kleiner. Wir können ohne es nicht den Zerschneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen, um Holzkohle zu finden. Danke, Kleiner. Wie kann ich dir danken? Genau, nimm dies. Elkio erhält VM01. Steckt VM01 in TM-Tasche. Diese VM enthält Zerschneider. Bring sie einem Pokémon bei, um kleine Sträucher zu zerschneiden. Du benötigst noch den Orden,
aus der Arena von Azalea City, um sie einzusetzen. Ja, den Orden habe ich ja zum Glück. Und von daher zerschneiden wir doch jetzt einfach mal ein Bäumchen und lernen die Attacke Kraut. So. Ist auch gar nicht so schwach für den Anfang. Stärke 50 hat es. Und jetzt kommt die beste Neuerung. Die allerbeste aller Zeiten. Man kann den Baum ansprechen. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Ja, Gott, ja. Weil vorher musste man ja immer hier hingehen. So, und dann auswählen. Das funktioniert jetzt immer noch. Aber so ist es doch um einiges leichter. Stein-Eichen-Waldschrein. Er wurde zu Ehren des Waldpatrons aufgestellt. Und das war oder ist Celebi. Ich weiß nicht, ob man das im Verlaufe des normalen Spiels finden kann, rausholen kann da. Ich glaube nicht. Ich glaube, dazu brauchte man wieder irgendein Ticket oder sowas, was damals ja sehr häufig war. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich mich da auch mal schlau. Und ansonsten werden wir wohl kein Celebi sehen. Aber ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Und ja, damit beenden wir den. Einfach mal. Diesen Part. Diese Aufnahme. Es ist immer so schwer, Abschied von euch zu nehmen. Tschüss.